Wir haben den Patrick vom Tudor Watch Club und den Burak, nicht weniger bekannt als der Wrist Guy. Habt ihr schon mal eine Replika getragen? Lieber Aktienmarkt oder Uhren? Werden Männer anders, wenn sie über Uhren reden? Natürlich nicht, nein. Ein wichtiger Teil von diesem Gespräch und ein wichtiger Teil von Social Media und besonders in der Uhren-Community sind ja bekanntlich Memes. Ja? Und man kann sich ja kaputt lachen jede Woche, wenn die neuen Memes kommen von den namhaften Accounts. Und darum wollte ich mit euch ein paar von diesen Memes anschauen und drüber diskutieren. Es wird auch ein bisschen kontrovers, glaube ich. Okay. Aber das gehört ja heute zum guten Ton. Also, zum ersten. Kenne ich. Die Mother Hublot. Habe ich erst gestern, glaube ich, in meiner Story gepostet oder so. Ich glaube, Hublot ist ja so ein bisschen die Persona non grata in der Uhren-Community. Ja, Sprüche wie, ich sammle jetzt Vintage-Hublots oder was denkt ihr, warum hat Hublot so eine, ja, warum hat die Uhren-Community eine Aversion entwickelt gegenüber Hublot? Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass sehr viele Fakes kursieren und dass du, wenn du jetzt eine Hublot draußen siehst, du wirklich nicht mehr sicher sein kannst, ob die jetzt echt ist oder nicht, weil die Fakes mittlerweile auch schon so gut geworden sind, teilweise besser als die echten, weil ja auch das Werk teilweise das gleiche ist. Ja. Also ja. Kriegst du sie für die Hälfte. Ja, unterm Strich schon. Und ich glaube, dass das halt eines der großen Punkte ist. Okay. Was denkst du, Patrick? Ich sehe es genauso wie Burg. Die Wertigkeit geht da einfach verloren, weil du kaufst ja eine Hublot im Grunde nicht einfach mal so. Die Uhr kostet ja auch eine gute Summe. Und wenn du dann, ich sage jetzt mal, im Urlaub bist und der Kellner läuft mit deiner Uhr rum und du bist dir dann nicht sicher, ob echt oder unecht, das macht dann keinen Spaß. Wobei man auch sagen muss, Hublot ist halt auch durch den Materialmix schon interessant, weil die Sachen machen, an die sich ein anderer nicht rantraut. Ja? Da sind sie auch wegweisend, finde ich, in dieser Richtung. Und natürlich von der Optik auch einzigartig. Das muss man schon so sehen. Ja. Ja. Und durch den Materialmix und durch das Ganze gibt es auch natürlich viele, die sagen, ah, gefällt mir nicht. Was will denn die Hublot? Ja, die sieht ja ganz anders aus wie die andere. Ist Geschmackssache. Ich glaube auch, da muss man die Marke ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Und die Uhren-Community natürlich, wenn sie ein Feindbild hat, dann wird schon ein bisschen wird das ein Selbstläufer. Objektiv betrachtet sind die Uhren ja absolut nicht schlecht. Ja. Also, ja. Ganz im Gegenteil, aber es ist ja ein bisschen, ja. Ja. Ihr habt das Thema Fake gehabt und Replikas. Da habe ich auch einen ganz schönen gefunden. Zweites Meme. Das kenne ich, ja, ja. Ja. Habt ihr schon mal eine Replika getragen oder eine Fake? Ja, also ich hab eine Fake zu Hause, aber so regelmäßig getragen nicht, aber ja, sicher. Was ist das für eine? Eine AP Royal Oak Offshore. Ist aber überraschend gut gemacht. Nee, ich finde das immer so interessant, wie nah die dann teilweise rankommen. Ja. 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 Es gibt doch eine Seite, wo man die für irgendwie 500 oder 600 Dollar kaufen kann. Mhm. So richtig krass. Und da hast du dann auch einen Schweizer oder einen, keine Ahnung, ob es ein Miota ist oder ein Schweizer Uhrwerk, aber ja. Kriegst dann für 600 halt so eine. Ja. Aber woran siehst du es am meisten, dass es eine Fake ist? Das hängt immer von Marke zu Marke ab. Bei Rolex sind es meistens die Proportionen, die nicht passen. Zum Beispiel dann hat eine Daytona auf einmal 42 mm oder die kriegen die Abstände zwischen den Totalisatoren nicht hin. Eine Sub ist dann schon ein bisschen schwierig. Bei Hublot ist es fast unmöglich, wenn ich die nicht selber in der Hand habe, wirklich. Und bei AP, ja, auch sehr schwierig. Aber meistens merkst du es auch schon an der Person, ob die jetzt echt ist oder nicht. Ich habe keine. Du hast keine zu Hause? Ich bin ein absoluter Gegner von Fake Watches. Es gibt ja auch den Spruch, Fake Watches for Fake People. Mhm. Und das ist so, wenn man mal eine Uhr sehen möchte oder wenn man mal sagt, es gibt viele, die dann sagen, naja, ich hole mir die Uhr, weil ich will jetzt keine 5.000, 10.000 ausgeben für dieses Modell, ich hole mir erstmal die Fake-Variante und. Trotzdem bin ich immer noch so eingestellt, wir reden hier von einem Handwerk. Und ich finde, das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ich so eine Fake-Uhr kaufe, weil von diesen Fake-Uhren werden nicht die Konzessionäre, nicht die Verkäufer, die Verkäuferinnen bezahlt, die ihren Job machen, die uns bedienen jeden Tag, lächelnd den Gast begrüßen, ist kein einfacher Job.
Und das möchte ich nicht unterstützen. Auf der anderen Seite muss man mal ganz ehrlich betrachten, jeder kennt es im Urlaub, egal ob in Asien, in der Türkei, wo auch immer man im Urlaub ist, man sieht Tausende von Fake-Watches. Mhm. Und dann kann mir keiner erzählen, dass das irgendeiner hier im Hinterhof macht. Da steckt eine riesige Industrie dahinter. Und dann stelle ich mir die Frage, wer macht denn diese Werke? Wer macht denn diese Bauteile? Und da gibt es nicht viele. Und das macht es dann schon sehr eng, wo ich sage, jeder jammert, es soll keine Fake-Uhr geben. Auf der anderen Seite ist es ein Riesenmarkt und jemand muss das ja herstellen. Ob das dann vielleicht derselbe Hersteller ist, der in einer markenhaften Uhr steckt, lasse ich mal offen. Schlussendlich aber kauft es ja der Kunde. Und der Kunde kurbelt ja hinten die Wertschöpfung an und sagt, ich möchte das kaufen. Aber diese, ich bin ein heimlicher Fan von Marc Gebauer. Ja. Ich gucke aber nur die Kommentare an, also diese Kommentarvideos, die er macht. Und da gibt es eine Sparte, die er mittlerweile sehr prominent macht und sehr oft. Und das ist, wo er in Hamburg oder in Köln oder in Stuttgart, wo auch immer, in der Stadt ist. Und dann werden Leute gefragt, was ihr Outfit kostet. Ja? Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gucke, aber ich finde es sehr spannend, weil es geht genau in dieses Thema rein, Fake People. Ja? Ich war erstaunt, wie viel Fake die tragen. Also du siehst einen und teilweise 16-Jährige, die natürlich, wo du weißt, kein Geld haben, die kaufen dann wirklich teure Klamotten, aber die Uhr ist so 90% Fake. Ja, man muss ja auch mittlerweile, wie du es auch schon sagtest, die Qualität dieser Fake-Uhr nimmt ja enorm zu. Früher hast du das erkannt. Also, da, wie du schon sagtest, da war dann auf einer Yachtmaster war hinten ein Deckel mit dem Daytona-Schriftzug und solche Späße, ja. Alles schon gesehen. Aber wo ist heute noch Fake-Fake? Wo ist der Unterschied zwischen einer kleinen Manufaktur, die ETA-Werke in ein Stahlgehäuse verbaut, mit einer vernünftigen Dichtung, mit einem vernünftigen entspiegelten Glas? Und wo ist dann der Unterschied zu einer Fake-Watch, die im Grunde das Gleiche bringt? Früher wurden ja Werke gefaked. Also ich war selber im Ausland schon in solchen Geschäften, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich mir das anschauen wollte. Das war vor 10 Jahren noch so, wenn du da eine Seedwelle in der Hand hattest, dann hatte die Seedwelle im Grunde kein Heliumventil, da war einfach ein Loch. Und wenn du dann gefragt hast, war die Antwort, yeah, yeah, my friend, original, original, best price, best price. Genuine fake watch. Ja, genau. Und du denkst dir wirklich, okay, ist ein Fake, aber mittlerweile, man kann die zum Teil nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Man kann die wirklich nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Ich habe manchmal so Zuschauer, die mir dann so ein Bild schicken und sagen, hey, ich habe gerade im Frühjahrsputz zufällig die Uhr gesehen, ist die echt? Und dann ist das so eine Patek-Minuten-Repetition oder so. Wo du schon auf dem Bild erkennst, dass es nicht sein kann. So, wenn du die Uhr zufällig beim Frühjahrsputz findest, dann schon krass. Ja. Aber ich glaube, es ist auch die Aufgabe von, ich sag mal, Meinungsmacher wie ihr, dass man Leute aufklärt und sagt, kauft keine Fake-Uhren. Ja. Das bringt keinem was. Sicher. Ich meine, spätestens nach einem Jahr, ich hatte auch mal mein Vater ist mal von der Türkei heimgekommen mit einer Lange und Söhne und da war ich 14 Jahre alt. Ja, ich hatte keine Ahnung von Uhren. Und die war ein halbes Jahr im Schrank und die ging dann kaputt. Aber wie die kaputt ging. Zuerst ging die Zeiger ab, dann die Lünette und irgendwann der Glasboden. Also das war nicht mal richtiges Glas. Ja. Und das war mein erster Kontakt mit einer Fake-Uhr. Und es ist schon, wie gesagt, eine Aufgabe von euch Meinungsmachern zu sagen, hey, kauft doch lieber eine Seiko SKX, genau. Was auch immer, ja. In einem Preissegment. Ja. Da kriegst du ja mittlerweile für 200 Franken oder 200 Euro, ja. Kriegst du eine gute Taucheruhr. Ja. Mechanisches Werk drin. Es gibt ja viele Marken, die den Weg gehen, viele kleine Manufakturen, die wirklich sehr gute Uhren zu einem normalen Preissegment, also ich sage jetzt mal, wo wir uns irgendwo unter einem Tausender bewegen, bis 1500 kriegt man eine sehr, sehr gute Uhr. Ja. Ja. Und ich glaube, das müssen die Menschen halt auch wissen. Das wissen viele nicht. Nee. Oder sie wollen es nicht wissen, weil sie halt fake. People sind wie so. Genau, wenn es Fake People sind, der möchte, der will einen Klunker am Handgelenk haben und rumtragen und rumzeigen, aber ja, Fake Watches, Fake People. Bei einer Fake Uhr weißt du ja auch nicht, du hast vorhin von der Wertschöpfungskette geredet, du weißt ja nicht, wohin die geht, du weißt auch nicht, wer da drin arbeitet, du weißt ja nicht, ob das jetzt irgendwie alles auch so nach dem Rechten läuft und wenn du halt sowas kaufst, dann unterstützt du halt das Ganze damit. Ja. Ja. Und ich meine, schlussendlich kaufst du was, um Leuten zu imponieren, die du selber nicht mal magst. Ja, meistens, und ich glaube, die Watch-Nerds werden sie ja immer erkennen. Ja, klar. Die werden nicht sagen, cooler Typ.
Und ich glaube, die, die keine Ahnung von Uhren haben, werden nicht sagen, hey, geile Uhr. Weil ja, die interessieren sich gar nicht dafür. Ja. Was ich glaube, ja. Also, nächstes Meme. Ich glaube, das ist doppelseitig. Ah ja. Das habt ihr geändert, oder? Nein, nein, ich glaube nicht. Nein, nein, das war schon immer. Ja, Shoutout an Watchtaster. Sorry. Ich glaube, irgendwie uns geht es allen so. Jetzt verbringst du mehr Zeit zu Hause, bist viel mehr auf Instagram im Internet und dann findest du irgendwie plötzlich tolle, tolle Angebote und irgendwie, na, die Uhr brauchst du eigentlich noch und die fehlt dir eigentlich noch. Ja. Um sich was Gutes zu tun oder warum denkst du das? Ich glaube, so ein bisschen aus Langeweile. Plötzlich hat man so viel Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und wenn man halt so ein Hobby hat wie wir, ist es jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn man zu viel Zeit hat, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ja, es ist auch, ich denke mal, auch der Grund, in so einer Zeit wie Corona, die Menschen wollen immer Sicherheit, eine Beständigkeit. Und dann sind es natürlich auch Luxusgüter, um eine Art Sicherheit zu haben. Wiederum ist es dann diese Selbstbelohnung, was man haben möchte. Ich war jetzt so lange zu Hause und vielleicht mit Kurzarbeit oder mit der Arbeitsstelle oder mit dem Daheimsitzen und Toilettenpapier und Tücher habe ich schon genug. Ja. Keine Ahnung, wer die sammelt, aber ich erlebe es immer wieder. Und dann ist es schon so ein Punkt, wo man dann sagt, Mensch, ich gönne mir was. Und da spielen Uhren und Luxusgüter eine große Rolle. Mhm. Und man sieht sie auch an den Zahlen. Also man sieht ja auch, was verkauft wird, wie viel verkauft wird der Einzelhandel. Klar, der Verkäufer selber ist der Leidtragende, aber der Einzelhandel, glaube ich, der leidet da aktuell nicht drunter. Vor allem Lebensmittel, Kosmetika, solche Sachen, die boomen momentan. Mhm. Vielleicht verschiedene Kanäle ja auch. Also ich glaube, wenn du heute im Einzelhandel tätig bist und du hast keinen Online-Kanal und die Menschen können nicht oder wollen nicht in die Stadt gehen, weil sowieso alles geschlossen ist, dann hast du natürlich ein Problem. Also Thema Omnichannel, dass du natürlich überall dabei bist. Und es war spannend, es hat auch eine namhafte Uhrenmarke, habe ich mitbekommen, dass sie eigentlich viel mehr Uhren verkaufen hätten können während Corona, aber die Produktion stand halt still. Und wenn die Produktion stehen bleibt, dann kannst du auch keinen Umsatz machen. Also es ist eigentlich sehr spannend, was jetzt passiert ist. Einerseits die Nachfrage, weiß man nicht genau, ob die höher ging oder stagniert ist, aber auch hinten. Ich meine, die ganze Industrie, die ist ja stehen geblieben. Klar, spielt auch die Lieferketten eine große Rolle. Der Zulieferer, die Lieferketten, ja. Nur, das wird sich alles wieder beruhigen. Ja. Und wie du vorhin schon sagtest, eine Krise hat immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt Gewinner und Verlierer. Und man muss sich halt gucken, erfinde ich mich neu in der Krise? Kommt mein Produkt an? Mein Modell, kommt das an? Oder gehe ich einen anderen Weg? Und ich fand es auch von Fortis sehr spannend, mit dem Flieger im Grunde da neu zu starten. 2018 im Grunde hat das Ganze begonnen. Jetzt haben wir 2020. Ich fand es wirklich als Kompliment an euch, ans ganze Team, an Fortis, an Jupp, auch an seine Frau, die das Ganze ja immer mit begleitet. Wirklich, da muss man, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, da muss man Eier haben, um den Weg so zu gehen und auch als Team. Und ich denke, das stärkt euch auch und gibt auch Kraft und Lust auf die nächsten Jahre. Und da, ja, da freuen wir uns eigentlich drauf. Jupp hat immer gesagt, in der Krise musst du investieren. Ja. Nicht nur, weil alles günstiger ist, sondern weil der Zeitpunkt, weil alle anderen nicht investieren, hast du viel mehr Chancen. Ja. Und leider denken die meisten halt umgekehrt, in der Krise musst du sparen und wenn es gut geht, kannst du Geld ausgeben. Aber du musst das genau kontrazyklisch machen. Ja, ist ein Stillstand. Ein Stillstand ist im Grunde, ist der Tod im Grunde dann. Genau. Nächstes Meme. Das Thema hatten wir ja schon, ja? Investment. Habe ich auch gestern gesehen, das Meme. Lieber Aktienmarkt oder Uhren? Ich halte Uhren für das stabilere Investment. Ja. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Du bist damit auch nicht gebunden, musst du sagen. Nee, überhaupt nicht. Du kaufst eine Uhr von einer bestimmten Marke, wobei wir uns da im kleineren Bereich bewegen, welche Uhr die wertstabil ist oder hat. Ja. Sind die Marken aber auch zum Teil selber dafür verantwortlich, wie stabil die Uhren bleiben. Ja. Aber wenn ich jetzt eine Uhr kaufe, wo ich weiß, die hat einen bestimmten Wert und die hält diesen Wert, bin ich nicht von einer Aktie, von einer Firma, die ich gar nicht einsehen kann und den Markt gar nicht kenne, abhängig. Bei einer Uhr, die hat ihren bestimmten Wert. So, diese Uhr kann ich aber ja nicht nur in Deutschland verkaufen, die kann ich weltweit verkaufen. Das heißt, wenn ich eine Krise im eigenen Land habe,
bin ich so flexibel, dass ich sie immer noch im Ausland verkaufen kann. Das soll mir erstmal eine Aktie oder ein Unternehmen in dem Bereich zeigen. Und ich sehe es wie du, Uhren. Also ich habe gehört, Marken mit einer Krone sind sehr wertstabil. Kann sein, ja. ja. So einfach ist es. Mhm. Gibt es ja nur zwei. Ja. Aber wie viele Marken, denkt ihr, gibt es, in die es sich lohnt zu investieren? Sind es 3 oder sind es 30? Investieren im Sinne von, das Geld ist stabil, oder investieren im Sinne von, ich vertraue der Marke, ich will, dass die weiterkommt? Du meinst jetzt rein vom finanziellen Investment, dass du sagst, okay, irgendwann, ich verliere keinen Wert oder ich kann sogar noch Rendite draus ziehen. Es sind genau 3 Marken. Ja. Ja. Sollen wir die nennen? Aber ich denke, kannst du alles nennen. Ich glaube, die kennt jeder. Also ja, wir haben Rolex, wir haben AP und wir haben Patek. Ja. Und bei Rolex, und im Prinzip ist es bei jeder Marke eigentlich egal, was du kaufst. Solange es jetzt keine Millinery bei AP ist oder diese Code 1159. Ja. Noch nicht vielleicht. Noch nicht. Man weiß es nicht, die ist ziemlich neu. Aber ja, und bei Rolex darfst du halt keine Cellini kaufen. Aber sonst, egal was du dir kaufst, ist alles safe. Obwohl es eine schöne Uhr ist. Ja. Wo wirklich eine schöne, auch sehr schöne Ziffernblatt-Varianten. Aber ja, wie du schon sagst, jedes Sportmodell, jedes Stahlmodell, da machst du nichts falsch. Aber ich bin bei sowas eher der Fan von Vintage. Wenn du dir so eine schöne 90er Jahre Sub holst oder so eine 80er, ist perfekt. Ja. Fünfstellig, die Modelle. Rückseite haben wir auch noch was. Ich glaube, das ist das Sinnbild für die Watch-Community. Ja, stimmt. Ja, das ist das, was ich vorhin auch ganz am Anfang sagte. Es ist wirklich ein Phänomen, aber du hast da enorm wenig Neider, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gibt es da Neider? Nee, fast nicht. Man freut sich, ne? Man freut sich über die Uhr, man freut sich auch für die Uhr dem Gegenüber. Man hat Spaß dran, man kann sie in die Hand nehmen, man kann mal vergleichen. Ich habe wenig Bereiche, wenig Branchen, wenige Hobbys gesehen, wo Neid so wenig Beachtung hat wie mit Uhren. Ja, weil die, die sich auskennen, denen geht es ja gar nicht um den Preis. Genau. Das ist völlig irrelevant. Guter Punkt. Ja. 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 Werden Männer anders, wenn sie über Uhren reden? Natürlich nicht, nein. Wir sind nicht emotional, also. Ich habe jetzt wenig Leute in meinem direkten Bekanntenkreis, die so ähnlich verrückt sind wie ich. Also ich spreche jetzt nicht mit so vielen Leuten aktiv darüber. Auf YouTube ist es halt eher ein Monolog. Ich kriege halt das Feedback, aber ja. Ja. Und du, Patrick, du bist ja aber auch in Clubs aktiv. Also du machst ja teilweise auch Events. Ja. Also dort trefft ihr euch und dann... Ja, es gibt ja immer die GTGs, wo man sich einfach... Es ist nicht auf Marke bezogen. Also das Wichtige ist dran, man hat da Spaß dran. Und da kommen wirklich Menschen aus verschiedenen Berufen, aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Ländern zusammen, haben ihre Kollektion dabei. Ob das jetzt eine Uhr ist oder ob das 5 sind, spielt da keine Rolle. Es ist einfach ein schöner Smalltalk über das Modell. Man lernt was Neues, man tauscht sich aus und hat dann im Grunde, wie jetzt bei uns, einen tollen Kontakt mit jemandem, der dasselbe Hobby und dieselbe Leidenschaft pflegt. Und ich denke, da werden Männer schon ein bisschen sentimentaler. Also du siehst das. Ja, die Partnerin, der Partner, die leiden vielleicht oft unter solchen Sachen. Ja. Vor allem, wenn du, kennst ja selber, an Schaufenster, ne? Schaufenster ist so ein, wo du merkst, deine Partnerin sieht ein Schaufenster und zieht schon in die andere Richtung, weil sie genau weiß, du gehst jetzt nicht hin. Du hast die schon 5000 Mal gesehen, ja, aber das ist so ein Thema, ja, da werden wir schon. Ich immer so im Zickzack durch Fußgängerzone, ja, ja. So von Schaufenster zu Schaufenster. Und während der Arbeit googelst du dann manchmal und gehst auf Chrono 24, oder? Nein, da versuche ich es. Also ich versuche das schon im Rahmen zu halten, weil dadurch, dass wir beide ja echt viel uns damit beschäftigen, habe ich gelernt, mir Zeiten zu schaffen. Also kann ich es während der Arbeit nicht, will ich auch nicht, weil die Arbeit für mich das ist, wo ich mein Geld verdiene, ja, um mir auch solche Sachen leisten zu können, beziehungsweise auch meine Familie damit ernähren. Und ich möchte mir aber trotzdem die Freizeit und den Freiraum schaffen. Das heißt, vor der Arbeit nehme ich mir eine bestimmte Zeit, für den Club, für die Mitglieder, für Anfragen. Wenn es mal wirklich hektisch ist oder ein Tag, wo man sagt, Mensch, ein Release kam raus oder du hast ein neues Video gemacht, was ich sehen will, da kommen Fragen, dann nützt du schon mal die Mittagspause. Aber das meiste spielt sich wirklich vor oder nach der Arbeit ab und am Wochenende. Also Wochenende ist ein Uhren-Hobby-Tag, muss man sagen. Ne? Wird bei dir nicht anders sein. Also ich weiß, du bist oft sonntags, ne? Bist du komplett geplant mit Videos? Ja, sonntags, also Wochenende ist bei mir Video drehen, Video schneiden, alles rund um die Videos, ja. Ja, und das frisst viel Zeit. Und da musst du dir feste Zeiten auch ein bisschen nehmen,
dass du da nicht in diesen Dauerstress, in diese Beschleunigung fällst. Ich glaube, das ist das letzte. Jetzt muss ich mal nachschauen. Ja. Letztes Meme. Ja, Farbe des Jahres, ne? Das ist natürlich sehr ironisch. Wer hat den Trend ausgelöst? Also laut diesem Meme war es ja die Royal Oak. Ja. War ja auch so. Warum? Weil sie die erste Sportstahluhr war, 1972. Geniales Design. Damals war sie ja überhaupt nicht der Renner. Nein, geniales Marketing einfach. Würde man jetzt heute ein bisschen verteufeln, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eine Uhr aus Stahl, die aus Prinzip einfach dreimal so teuer ist wie jede Uhr aus Gold. Völlig egal. Aber die haben es halt damals gemacht und damit richtig ins Schwarze getroffen. Weil bei der Uhr, du siehst sofort, was es ist, sofern du dich halt auskennst. Und dann weißt du sofort, dass das halt einfach eine Royal Oak ist. Und die waren ihrer Zeit, muss man auch sagen, mit dem Design eigentlich schon voraus. Ja. Die waren mit dem Design eigentlich voraus. Und das kam dann, wie du schon sagst, das kam eigentlich erst Jahre später kam das an. Heute jeder Uhrensammler, jeder Uhrenfan, egal wie sehr du dich mit Uhren beschäftigst, du kommst am Ende immer auf bestimmte Modelle und bestimmte Marken. Ja. Und da zieht sie einfach mit dazu, das muss man einfach sagen. Du kommst an die Uhr nicht vorbei, vor allem mit Blau. Geil. Ja. Hammer. Ja. Sehr zeitlos, All-Time-Klassiker. Ja. Ja. Denkt ihr, dass bestimmte Jahre einen bestimmten Farbtrend haben? Ja. Ich sehe so 60er eher monoton. 70er sehe ich dann bunt. 80er auch. Das war so Neo, ne? Ja. 80er, 90er war so Neo, Pop-Up und so. Ja, genau. Und jetzt sind wir offensichtlich bei Blau und Grün. Grüne Blätter jetzt auch wieder. Also sind wir eigentlich langweiliger geworden. So ein bisschen monotoner, oder? Ja, man muss es halt sehen können, ne? Also es gibt ja auch, ich sag jetzt mal, bei Tudor die Black Bays in verschiedenen Farbvarianten. Bei Rolex sind es, ich sag jetzt mal, die neue M&M-Variante, ja? Die Oyster-Modelle in verschiedenen Knallfarben, das brauchst du aber. Um den Markt mal einfach wieder aufzulockern, um was Neues zu haben. Und auch die haben die Berechtigung. Weil immer nur Schwarz, immer nur Stahl, es ist klassisch schön. Das sind Uhren, die du dein Leben lang trägst. Aber du willst ja auch mal was Peppiges. Mhm. Und ich denke, dass das nach Jahren schon immer mal wieder kommen wird. Was normal ist. Ist ja bei Auto auch so. Ja. Weiße Autos, jetzt wieder schwarze Autos, ja. Dann wieder bunte Autos. Und ich bin ein Fan davon, wenn du ein Design nimmst, was sehr klassisch ist, wie das klassische Oyster Perpetual Design, und dann hast du einen Aspekt, der aber völlig raussticht. Ja. Das, sowas mag ich. Mhm. Okay. Cool. Wie bei der Air King. Mochten dann aber nicht viele mit der Farbe. Ja, ich mag die immer noch voll. Ich finde egal. Ja. California Dial. Cool. Ja. Sehr, sehr cool. Hatte ich jetzt letzte Woche gerade eine Diskussion. Ich finde es ja schrecklich. Wieso? Ja, echt? Das ist mir zu verspielt. Das ist doch nicht verspielt. Es ist schon sehr verspielt, ne? Ja, du hast halt die sehr unregelmäßig. Hat die Hälfte so, die Hälfte so. Ich glaube, das ist auch ein Lover-Hate. Genau. Ich habe mal gelesen, dass niemand so wirklich weiß, warum das Ding eigentlich so heißt und wieso das existiert. Irgendwann war es plötzlich da. So in den 20ern, glaube ich, hat es Rolex sehr früh schon gemacht. In diesen Bubblebags. Und dann war es plötzlich da. Aber wieso das Ding so heißt, weiß scheinbar keiner. Weißt du das? Ich kann es dir gar nicht sagen. Nee. Das gucken wir nach. Das schauen wir mal nach, ja. Nach der Pizza. Ah, nee, Spaghetti. Spaghetti. Ja, vielen Dank euch beiden. Ja, es hat tolle Spaß gemacht. Vergesst auch, liebe Community, nicht den RiskGuy-Kanal zu abonnieren auf allen möglichen Plattformen. YouTube, Instagram, Facebook. Facebook auch, aber eher YouTube und Instagram. YouTube und Instagram, sehr schön. Und natürlich auch Tudor Watch Club auf Instagram und auf Facebook. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.